Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae. Oh, keine Chance, dass ich dort noch einmal hingehe. Super. Gut, die Frage ist, wie kriege ich den Scheiß hier jetzt hoch? Okay, ich glaube, ich weiß wo. Genau, die Shantae will jetzt halt da nicht nochmal lang. So, wir können... Ah doch, wir können das kaputt machen. Okay, ich dachte, das geht erst später. Da haben wir doch den Poe. Poe, dein Bruder hat mich geschickt, um nach dir zu sehen. Hey, du bist diese Kaffeefee. Ich erinnere mich an dich. Genie. Halb Genie. Also ehemals halb Genie. Danke, was auch immer du bist. Ich habe nach Wagenteilen gesucht und bin hier stecken geblieben. Du hilfst gern Leuten in Not, oder? Wie wär's, wenn du mal einen Blick drauf wirfst? Ich bin kein Mechaniker, aber warum nicht? Folge mir, der Wagen ist in dieser Richtung. Das ist alles von unserem, das ist alles, was von unserem Wagen übrig ist. Die Räder kann ich reparieren, kein Problem. Aber die Achse wird ohne Tintenfischöl nicht mehr funktionieren. Und auf der Insel scheint es keine Tintenfische zu geben. Na, natürlich. Exzellent. Stimmt, das haben wir ja von dem Squid Baron bekommen. Seit wir uns von der Zombie-Karawane getrennt haben, haben wir Versorgungsprobleme. Das kann ich im Nu, ich kann das nie reparieren. Gut. Yo. Super. Vorteil hiervon ist jetzt, wir können jetzt diese Run-Passage jetzt skippen. Hey, du bist erstaunlich, Poe. Danke, meine Dame. Was meinst du, sollen wir eine Testfahrt machen? Ich meine nur, es könnte etwas gefährlich werden. Bist du sicher, dass Rotti das nichts ausmacht? Kein Problem, halt dich nur gut fest. Hoppidi, hoppidi, hoppidi. Super. Wow, er fährt sich wunderbar. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Hier. Schrump. Du hast das schrumpelige Ding erhalten. Es stinkt. Wie süß. Ich werde es in Ehren halten. Aber was genau ist das? Was? Du magst es nicht? Nein, nein. Es ist großartig. Es ist von einem toten Kerl. Ja. Ich werde hier sein, falls du irgendwann mal ein Fahrrad brauchst. Bis dann. Super. Werde ich auch gleich brauchen. Weil mit diesem rottigen Teil können wir nämlich dieses Tor aufmachen, was irgendwie da, wo da so ein Geist rumeiert und sagt, hey, ich hab Hunger. Warte mal. Ich glaube, ich war schon richtig. Ja, ich war schon richtig. Sorry. Okay, das war nur eine Testfahrt. Ich dachte, er hätte mich zur Testfahrt gleich darüber geholt, aber gut. Gut, hätte ich auch im Layout erkennen können. So, hier müssen wir wieder lang. Nicht hier hoch, sondern hier durch. Doch, wir müssen da hoch. Entschuldigung, mein Fehler. Lal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 a, mit diesem stinkenden Ding. In der Tasche mache ich hier auf. Alte, verschimmelte Essensreste. Hungrig. Stecke deine Hand durch. Nein. Ja, komm, machen wir das mal. Du gibst schrumpeliges Ding. Mehr, bring noch mehr leckere Dinge. Gut, wir müssen jetzt hier rein. Ob wir nun Gackerturm. Entschuldigung, das musste sein. Aber bei Gackern bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, wir haben hier Probleme, weil hier natürlich auch was von den Decken runter eiert. Das wird spannend hier. Ich kann mich... Der letzte Stream davon, wo wir das gespielt haben, also meine Zuschauer wissen das, ist schon etwas her. Von daher... ich kann mich so vage an ein paar Sachen erinnern, aber nicht wirklich... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das auswendig kann. Aber... ich würde auch nicht sagen, dass es blind ist. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Okay. Deswegen probiere ich trotzdem alles aus. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass wir unser Haar so ein bisschen Pickenball. Ah, das ist doch super. Also der Bürgermeister will meistens immer was zu essen haben. Aber das Problem daran liegt halt, wenn wir den Bürgermeister, wenn wir halt im Itemladen gehen und den ganzen Scheiß. Nee, können wir den überhaupt kaufen? Nee, ich glaube nicht, ne?
Ja, deswegen immer schön von allem sammeln. Da werde ich vielleicht auch offscreen mal eine Farmrunde machen, dass ich einfach von allem... Oh, das wird Spaß. Ich glaube, hier kriegen wir irgendwas. Das sieht wie etwas aus der Werkstatt meines Onkels aus. Aber es scheint keinen Strom zu haben. Kriegen wir hin? Ich versuche natürlich jetzt alles hier... Kommt her! Alter Schwede. Fleischspieß, super. Also wie gesagt, ich werde hier versuchen, noch ein paar offscreen mal ein paar Sachen, also einfach mal ein paar Dungeons abzuklappern und ein paar Items zu bekommen, falls der Bürgermeister irgendwie Bock für irgendwas hat. Hier kommen wir noch nicht durch. Okay, da war das die falsche Entscheidung. Ich finde cool, wie sie das mit den Haaren in dem Spiel gemacht haben, insgesamt. Also es ist ein schönes Jump'n'Run, gefällt mir. Aber das Spiel hat euch generell ja eigentlich sehr gut gefallen. Auch im Stream. War schon nett. Also das ist eine von diesen kleinen Perlen, die so ein bisschen... So, gegen wen müssen wir denn hier kämpfen? Was sind das für ein... Ich glaube, das ist wirklich... Das ist ein richtiger Succubus. Aua! Elende. Alter, das für eine Dumme, ey. Die frisst aber ordentlich. Alter, drei. Hat er mich gerade provoziert? Ja, dann komm her. Super Pikenball. Okay. Ah, super Schlüssel. Wunderbar. Noch mal was trinken. Du hast einen Schlüssel erhalten. Nutze ihn, um eine verschlossene Tür zu öffnen. Ich weiß auch schon, wo wir hin müssen. Wir müssen hier den ganzen Kackweg zurück, aber es geht eigentlich. Dann müssen wir hier hoch. Und jetzt können wir eine Truhe öffnen. Ich will mal kurz auf der Map gucken. Von links kamen wir. Das bedeutet, ich gehe jetzt einfach mal nach rechts. Ich glaube, ich habe sowieso gerade keine Wahl. Oh, diese Dinger sind eklig. Jo, das wird ein Spaß hier. Nee, dann muss ich warten, bis das Vieh wieder da ist. Jo, bei diesen Kreisdingern, wo ich gerade eben drin gestanden habe, ist es so, dass ich bei den Grünen kann ich die Richtung bestimmen. Ja, wenn ich in so ein Ding halt reinspringe, kann ich die Richtung bestimmen, wo ich halt lang, wo mich das Ding lang spuckt. Reicht das? Ja, 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 komm schon. Nein. Ja, das war dumm. Das war richtig dumm. Das Herz, was ich bekomme, gleich ausgeben. Ich hätte ein bisschen früher springen müssen, weil das klappt genau im richtigen Zeitpunkt. Das klappt. So, was ist da drin? Kohle. Kohle ist eigentlich sau wichtig, was das angeht. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Nein, nein. Warum springst du denn nicht? Oh, Shanti, Mädchen. Also ich lasse jetzt hier keinen Fluch los oder so, wie man das ganz gerne bei Mario oder Link oder sonst was macht. Weil die Shanti hat es einfach nicht verdient. Ist so lieb. Vor allem bei den anderen Spielen, wenn sie halt irgendwie... Im letzten Stream haben wir ja Bikini Quest gespielt. Pyjama Party. Und ja, man muss halt einfach sagen, Shanti hat es nicht verdient, irgendwie beleidigt zu werden. So, habe ich beide Herzen bekommen? Wahrscheinlich nicht. Dann muss ich einfach mal ein bisschen abwarten. Ja, super. So, bei den Grünen hier, die wollen uns fressen. Da können wir hier in die Richtung drücken, wo wir wollen. Und dann werden wir dementsprechend hingeschickt. Die Roten allerdings, da muss ich... allerdings sagen, das ist da ein bisschen anders. Diese rötlichen, die haben eine feste Vorgabe. Das bedeutet, die sagt, die hauen direkt fest raus, wo wir lang müssen. Deswegen die immer mit Bedacht benutzen. Oh,
Oje, oje, oje. Ich bin... Obwohl, bei Jump'n'Runs bin ich ganz gut. Solange es keine Shooter sind. Oh, super, zwei Herzchen. Das Spiel ist fair. Okay, da komme ich noch nicht durch. Ja, wir können auch zwischendurch echt nicht abbrechen oder so. Von daher ist es gerade ein bisschen schwierig für mich. Na, das war klar. Ich will an diesen dieses Tintenherzchen will ich ran. Ich weiß nur nicht wie. Ich glaube, das war auch das, was ich im Stream so ein bisschen verkackt habe. Weil ich einfach nicht herausgefunden habe, wo lang es geht. Da habe ich jetzt gerade nichts gedrückt. Das sind jetzt diese roten Teile. Gut, irgendwas hat das jetzt getriggert. Ah, oh, super. Kohle, 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 Diamanten. Für das Mädchen. Ich glaube, ich muss da irgendwie runter. Ich kann da nicht durch, ne? Okay. Wie komme ich denn da hin? Ich muss da irgendwie sowieso runter. Die Frage ist, wie? Obwohl, vielleicht muss ich hier irgendwie... Ja. Oha. Hier blitzt's und donnert's und... Oh je. Nee, ich will ja erstmal diesen einen Strom da... Nein, ich muss da lang. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Shit. Wir haben ja nur einen gefunden und wir können den auch nur einmal benutzen. Speichern. Oh nee, jetzt müssen wir wieder irgendwie wahrscheinlich so einen Boss besiegen. Na gut. Es fühlt sich immer so an, als würde ich so extrem lange auf... Was geht denn hier ab? Es fühlt sich immer so an, als würde ich so extrem lange aufnehmen. Und dann gucke ich... Oha. Pflanze... Also hier ist einfach nur Monster-Bashen angesagt. Bevor die Grünen irgendwas machen können, hau ich es einfach durch. Ah, das war so ein Fake-Boss. Okay. Die Frage ist, möchte ich da hoch? Ja, da muss ich hoch. Okay, da bleibt mir nichts anderes übrig. Du hast Griskys Hut erhalten. Super. Drücke in der Luft den Hutknopf, um langsam zur Erde zu gelangen. Okay, das ist der Right Trigger. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, dass ich da mein Controller-Display reinhaue. Auf jeden Fall können wir jetzt hier so ein bisschen gleiten. Das ist schon mal super. Und damit können wir ein bisschen besser springen. Bringt mir aber nichts, weil ich immer noch keinen Schlüssel habe, um diese Kacktür zu öffnen. Gut, Herzen brauche ich nicht. Muss ich... Nee, hier links war das noch nicht. Ich glaube, ich muss jetzt nach oben und dann nach rechts, weil ohne Hut hätte ich da so... Würde ich da sowieso nicht hinkommen. Und mit Hut geht das super. Und da finde ich bestimmt auch den Schlüssel. Ah, nee, den ersten Stecker. Okay. So, wir müssen von den drei Stück aktivieren. Dann die Maschine, wo die Chanté gesagt hat, das sieht aus, als wenn das eine Erfindung vom Onkel wäre. Ach Mist. Ist damit gegessen. Und dann funktioniert die und dann kommen wir weiter. Das bedeutet, ich gehe jetzt, müsste jetzt auch runter. Eigentlich ganz runter. Und dann könnte ich rechts weiter. Aber ich möchte hier links, oben links die zwei... von dem Raum noch die zwei Dingsbums erkunden. Hier so, ja, der Raum ist jetzt komplett. Das sieht man, dass dieser blaue einfach komplett umrundet ist. Gut, Herzchen haben wir voll. Und jetzt geht's hier hoch. Also mit Hut ist es echt super. Der ist hier eine echte Hilfe. Dieses. Nein! Sekunde. So. Können wir natürlich auch runterfallen. Aber das möchte ich natürlich
Vor allem möchte ich dieses Herzchen haben. Ist die Frage, ob ich das überhaupt schon kann. Wie gesagt, wie gesagt, einfach mal alles ausprobieren und dann wird das schon laufen.